Aaron, kannst du aufhören, so eine Bitch zu sein? Danke. Du hast vor dir ein Zubat. Mach aus dem Zubat einen Platt. Mir egal, was du mit den Buchstaben Z, U und B anfängst. Zeit, dass du die Arena machst. Ich meine, ich kann die Arena noch nicht machen. Das ist es ja. Also die zweite Arena kann die noch nicht machen. Ich muss ja erstmal hier Team Rocket vertreiben. Weil ich auch nicht weiß, bis welches Level danach. Weil ich habe das, wenn ich mich richtig erinnere, immer mal wieder so Probleme damit gehabt, dass Aaron einfach gemein ist. Die armen männlichen Phlegmon. Danke. So. God damn it. So, Zubat ein. Ich wechsle einfach auf mich. So. Das kann ich mir ja hier nicht geben, du. So viel Unprofessionalität, du Jammer. Unprofessionalität. So. So viel schlechte Worte, du. Gut, siehst du, ich mach nicht so ein Blödsinn. Ich bin mir aber unsicher, auf welchem Level ich mich entwickle. Entweder auf 15, 16 oder 17. Ich glaube, Kanimani hat sich auf Level 17 weiterentwickelt. So. Bop, 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 Aquaknarre. Yay, Kampf vorbei. Gut. Und up, Level 15, so gehört sich das. Und den Rüpel besiegt. Du bist zu stark. Nope, noch keine Entwicklung. Stellt euch mal vor, eine der Rocket-Rüpel hätte einfach irgendwie so ein Level 40 oder 50 Pokémon. So. Und er klatscht dich einfach dann so. Aha, du bist also der Knirps, der jetzt versucht, unsere Pläne zu vereiteln. Ja, gib mir mal einen Moment. Es ist ein Stärkestein, den ich da gerade sehe. Was willst du, wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Ich störe nicht bei der Arbeit. Ein Schmogon. Pups. Ich nutze nur andere alternative Möglichkeiten der Unterstützung. Von anderen, nicht euch. Hallo Smog. So, das... Ich glaube, ich kann einen Schnabel problemfrei machen und dann sollte ich auswechseln. Das Gift schadet Ninja. Okay, ich müsste noch einen machen können. Immerhin ist es nicht schwer vergiftet. Schwer vergiftet ist halt... Schwer vergiftet ist so fies in dem Spiel. Oder in Pokémon allgemein. Ich glaube, Hutut entwickelt sich auf Level 18 oder so. Gut, ich wechsle mal auf Flo. Na, weil Gift ist nicht so effektiv gegen ihn. Ging sogar daneben in diesem Falle. Schlecker. Nom. Ging schon wieder daneben. Nice. Nom. Bist du paralysiert? Schade. Uff, die Achterin hat ja auch so ein Schubfelder-Rätsel. Ja. Die von... Ich möchte jetzt gerade nicht spoilern. Ich möchte dich jetzt nicht unbedingt gerade spoilern, wer der Arena-Leiter da in der Arena ist. Bin mir unsicher, ob das irgendwie geheim gehalten wurde während der ersten Gen. Noch allzu lange. Oder ob das irgendwie dann so irgendwann mittendrin einfach mal gedroppt wurde, die Knowledge. Ich meine, du kannst relativ froh sein, dass du nicht in Pokémon Smaragd oder Saphir oder so. Oder Rubin. Weil du hast Uras gespielt, ne? Omega, Rubin, Alpha, Saphir. Da hast du dann höchstwahrscheinlich die
Feuerarena auch gemacht von Flavia. Hab ihren Namen nicht mehr im Kopf. Kann mich gar nicht dran erinnern. Ich habe so viel von Gen 1 vergessen. Ist schon erstaunlich, ne? Insbesondere, wenn man so ein Spiel so oder relativ häufig gespielt hat und dann ist es plötzlich so, oh, warte, da war ja was. Es wird mir höchstwahrscheinlich auch nochmal mit Diamant, Pearl und Platin passieren, wenn ich das irgendwann als Projekt mache, dass ich dann hier so sitze, so, halt, stopp, da war ja, oh, stimmt, das habe ich vergessen. Aber ich glaube, dass ich die Siegestraße zumindest in der vierten Gen noch voll drauf habe. Für heute war es okay, aber beim nächsten Mal wird alles anders. Ja, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen. Die Fleckmann haben einfach den besten Gesichtsausdruck. Weiter so, du! Team Rocket ist abgehauen. In Ruhe geht es schon besser. Lass uns gehen. Bei mir hat es mit Kristall aufgehört. Was passiert? Hey Dude, du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil, es wäre mir eine Ehre für einen Trainer wie dich Bella anzufertigen. Das ist alles, was ich habe, aber bitte nimm es. Ja, ein Kühl dabei. Was wolltest du von Flavia erzählen? Die Arena muss doch für dich einfach grausam gewesen sein, weil die ja auch so ein Teleporträtsel hatte. Lutsch der Kühl dabei in die Balltasche. Mach Abella aus Aprikokos. Pflücke sie von Bäumen und bring sie zu mir. Ich fertige daraus Bella an. Hast du ein Aprikoko für mich? Schön, ich werde einen Ball daraus machen. Der braucht, glaube ich, 24 Stunden dafür oder so. Wird einen Tag brauchen, um einen Ball zu machen. Komm später wieder. Genau, der braucht da Zeit. Sitzt er? Genau, er sitzt, das finde ich sogar recht cool. Er sitzt dann hier und arbeitet daran. Unglaublich geiles, ich finde das, solche kleinen Detailsachen halt unglaublich cool. Das sind übrigens, oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Aber der Belag hier sind Reismatten. Also ich habe den ursprünglichen oder den richtigen Namen davon nicht vergessen. Oder schaut zumindest aus wie Reismatten. Plus, was anderes, was cool ist, hier stehen einfach Schuhe. So, die beiden haben ihre Schuhe ausgezogen, bevor sie auf die Reismatten gelaufen sind. So cool! Die Psycho-Arena, die war lustig. Die Feuer-Arena. Im Oras fand ich die sehr leicht ins Park, hatte ich mir das auch nur kurze Zeit gut eingeprägt und wusste, wie ich gehen musste, um alle Trainer zu besiegen und dann zu ihr zu gelangen. Tatami-Matte, genau. Sowas, meine ich. Ich bin sehr schlecht mit Namen. So, wir kommen wieder in den Pokémon, machen sie wieder fit. Halt, stopp, ich möchte, dass du sie heilst. Entschuldigung! Sabrina-Arena ist kacke. Ich weiß gerade nicht mehr, wie Sabrinas Arena war. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Hab ich verdrängt. Ist lustig, man kann so vielen Kämpfen ausweichen. All die Flecken, die sehen halt so derpy aus. Drehst du dich, wenn du... Nein. Egal, wie ich dich anspreche, du drehst dich nicht. Au, ups, Entschuldigung. Das passiert übrigens, wenn ich aus Versehen an meinem Mikro hau. Gähn. Kann ich die Arena machen? Ach, das ist die Arena, ne? So, das ist Ninjas Arena hier. Yo! Herausforderer. Dann kann man nicht mit Fluchtseil fliegen und kommst nicht mehr raus, wenn du es nicht kannst. Oh. Kai ist zwar jung, aber sein Wissen über Käfer-Pokémon ist unübertrefflich. Ohne meine Tipps wird der Kampf für dich sehr hart. Mal sehen. Käfer-Pokémon mögen kein Feuer. Auch Flugattacken sind sehr effektiv. Einfach ausprobieren und merken, wenn man lang gelatscht ist. Oder einfach nur ausprobieren. Azalea City Pokémon Arena. Azalea City Pokémon Arena. Hi! Forderst du den Leiter heraus? Unmöglich! Zwillinge Eva und Ute möchten kämpfen. Vibrak. Ah, schade, dass sie noch keine... Ich liebe Doppelkämpfe als komplettes Konzept. So, Schnabel. Ich hab bloß dein Trink etwas, Melly. So, ich werde jetzt... fucking Grimasse, ist einfach ein Laserstrahl. Das meinte ich, die Porte eh nur in den angrenzenden Raum liefert.
Ich habe halt keine Ahnung mehr, wie Sabrinas Arena funktioniert hat, dementsprechend. Weiß ich gerade nicht genau, was mit Teleporter gemeint ist. Ich habe nichts mehr zu trinken. Ladybar. Dann. Leitungswasser oder zu einer Bude gehen? Das wären jetzt so meine. So meine Vorschläge, die ich liefern würde. Ach, danke, Ninja. Ich liebe es, wenn du ein Pokémon hast, was einfach alles rasiert in der Arena. So. Los, Hut, vernichte es! Zwilling Eva und Uto wurden besiegt. Oh, um Himmels Willen! Unsere Käfer-Pokémon haben verloren. Was für eine Schande. Eva, du bist wirklich stark. Achso, das hat sie gesagt. Nicht ihr Name. Ja, ich trinke ja immer Leitungswasser, aber dann muss ich aufstehen und Shutty haben Leno bis 8 auf. Ich sag ja auch, Bude nicht laden. So, ihr habt doch bestimmt einen Kiosk, der noch länger auf hat, oder? Die meisten Kiosks haben doch so bis 10 oder 8, nicht, genau, 10 oder 8. 10 oder 12 auf. Hallo, Raupi. Nom, nom, nom. Oh Gott. Was ist eine Bude? Ist eine Zelda-Bude? Kiosk. Achso, ah, oh, God damn it. Regionale Begriffe sind kacke. Das kennt ihr, oder den Begriff kennt ihr, meine ich nicht. Ja, bin ich selbst schuld. Ich vergesse immer, dass Bude für euch so ein bisschen ein Fremdwort ist. Oder für andere in Frankfurt ist, die jetzt nicht im Pott oder in NRW leben oder länger gelebt haben. Dass mein Vogel-Pokémon, wo Vogel-Pokémon ja eigentlich dafür bekannt sind, schnell zu sein, so langsam ist, ärgert mich minimal. So, Nummer 113 EP. Jörg wurde besiegt. Du hast bewiesen, wie tough du bist. Dachte, das wäre eine Käfersammlerin oder sowas. So, wir heilen uns mal ganz kurz. Ne? Wir haben ja hier das Pokémon Center ganz um die Ecke. Ja. Es gibt übrigens noch ein anderes Spiel, was ich unbedingt mal irgendwann als Projekt machen wollen würde. Aber das Ding ist, dadurch, dass ich das Spiel halt so sehr liebe, ist es mir, weiß ich nicht, habe ich so ein bisschen Respekt davor, das anzugehen. Oder da gibt es mehrere Spiele, wo ich so ein bisschen Respekt davor habe, die als Projekt zu machen. Plus, ein anderes Problem, was ich damit hätte, wäre, in dem Spiel muss man in ein Mikrofon pusten. So, on stream irgendwie dann jetzt so zu machen. Bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. Paras ist voll knuffig, finde ich. Lul, der Kiosk, den macht mal 10 auf und steht. Was ist denn das für ein affiger Kiosk, den ihr da habt? Der Kiosk so, wir machen mal heute um 15 Uhr auf, zu machen wir dann in der Stunde. Mario Party für DS? Nee, Spectropes. Ist auch so eine Spielereihe, die meiner Meinung nach so ein bisschen untergegangen ist. Jetzt habe ich einfach den Text weggeklickt. Ich bin ein bisschen assi heute. Spectrops ist halt. Ich wollte gerade sagen, eine Art Pokémon, aber das wäre falsch. Nee, aber Spectrops 1 und 2, ne, beide für den Nintendo DS, waren halt Spiele, die ich unglaublich gerne gespielt habe. Das Problematische ist, für die Wii kam der letzte Teil und den habe ich noch nicht gespielt. Und da gibt es auch keine Let's Plays von. So, ich habe einfach mal nachgeschaut. Also zumindest als ich vor einigen Jahren nachgeschaut habe, gab es davon keine Let's Plays, wo ich mir so dachte, okay. Aber ich würde ganz gerne das Spiel kennen, Story und so. Abschluss. Please. No? Okay. 4 Treffer. Bibo, bitte.
Das war Spectrobes 1. Oh Gott, wie hieß der zweite Teil? Spectrobes. Ibo, kannst du bitte aufhören, mich einfach so auseinanderzureißen? Anscheinend nicht. Nee, keine Ahnung, wie die heißen. Die Untertitel weiß ich gar nicht. Also quasi die zwei Titel dazu. Kokuna ein. Das Kokuna dürfte wenig Probleme machen. Kokuna ist vom Design her auch ein hübsches Pokémon. Vermutlich einfach, weil es, ich finde das Fiekeborn irgendwie cute. Finde ich, freut mich, dass es dir gefällt. Ich habe da so zu keck gesagt, ich will, dass Born einfach angemalt ist. So. Axel wurde besiegt. Entwicklung allein ist nicht genug. So, hier gibt es sonst jetzt auch keine... Genau, dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz... Upsa. Unsere Pokémon heilen und machen den zweiten Orden. Ne, da haben wir jetzt ein bisschen weniger lang gebraucht für wie für den ersten Orden. So, liegt aber auch minimal daran, dass ich halt ziemlich lange gebraucht habe, um Nebulak zu fangen. Weil ich mir so dachte, oh, du hast hier eins gesehen, du hast hier zwei gesehen. Die Chance kann nicht so niedrig sein, 5% einfach. Ich werde auch vielleicht für, also ich bin mit dem Background zwar an sich komplett zufrieden. Ich werde aber für andere Projekte vermutlich auch noch andere Backgrounds anfragen von Keck. Also in Auftrag geben. So. Sagen wir das mal so, wie es wirklich ist. So. Speichern. Ich bin Kai. Ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Meine Forschung macht mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Guck mal, da ist der alte Mann. Auch wenn das Fleckige meinen inneren Monk triggert. Das war sogar beabsichtigt so. Hallo, Safkon. Das habe ich auch so keck gesagt, dass das bitte fleckig gezeichnet oder bemalt sein soll. So. Safkon kann Tackle. Voll nicht cool. Eigentlich sollte, also unter meiner Cam ist ja so eine Art Wanted-Poster. Und eigentlich sollte da auch eine andere, also sollte da die Person sein, die dafür verantwortlich ist, dass Born so angemalt ist. Ei, Sichlor, Zornklinge, hallo! Das ist der Signature-Move und ich muss relativ schnell sich, glaube ich, besiegen. Andernfalls gibt es große Probleme. Oder darauf hoffen, dass das nicht trifft. Oh, danke! So, das war Sichlor. Das ist eine Menge EP. Wenn ihr versucht, Hypnose zu erlernen. Von Hypnose vergessen werden. Ja. Keckfoto? Was? Was meinst du mit Keckfoto? Vergiss mal Heuler. Bin wir da und wird ins Bett rollen, weil auch. No! Ninja lernt Hypnose. Noch ein Kokuna. Hat's denn wenigstens geschmeckt, Keck? War deine Pizza gut? Du meinst, unter der Seite was hin? Ja. Aber ich war damit nicht zufrieden. Was ich aber auch eher als meinen Fehler ansehe. Erstaunlich, du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst. Nimm diesen Orden. 1600. Kennst du die Vollzüge des Insektenordens? Durch ihn gehorchen der Pokémon bist du Level 30. Deine Pokémon können Zerschneider nun auch außerhalb des Kampfes anwenden. Bitte nimm auch dies.
T-49 enthält Zollklinge. Wird das Ziel getroffen, gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke. Je länger der Kampf dauert, desto besser wird der Angriff. Ist es nicht toll? Ich selbst habe diese Entdeckung gemacht. Nice. Scheint es so doof, um Erklärungen zu geben, um ihn selbst zufriedenzustellen. Ich meine, du hast es ja nicht mal im Dreiviertelprofil gemacht. So. Um Allgemeinheiten zu werfen. Arena 12 vor 22 Uhr. Ja. Gut gemacht. Das war ein Musterkampf zweier talentierter junger Trainer. Mit Leuten wie dir sieht die Zukunft der Pokémon rosig aus. Leitung Kai. Bisherige Sieger, Dude. Falls ich nicht schlafen kann, gucke ich nachher am Handy nochmal rein. Okay. Dann wünsche ich dir jetzt aber schon mal eine angenehme und gute Nacht, Keck. Wenn du jetzt wirklich ins Bett gehst. So, heil meine Pokémon, Birch. Achso, ich muss erstmal noch an zur Schneider kommen übrigens. Darum kümmere ich mich auch mal. Deine Pokémon sind wieder topfit, kommen jederzeit wieder bei. Mist, heute war eine Dämon meiner Stadt gegen Artikel 13. Nachweisbarerweise bist du ja nicht da gewesen. Die Fleckmon sind zurückgekehrt, aber mein Lehrling kam noch nicht aus dem Steineichenwald zurück. Wo in aller Welt steckt der faule Kerl? Fucking Azubis. Dies ist ein Fernsehgerät. Gute Nacht, Keck. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich meine, wir haben jetzt auch schon... Also persönlich merke ich auch selber, dass ich ein bisschen müde werde. Einfach, weil ich halt die gesamte Zeit jetzt schon am Stream bin und am Reden und so weiter. Sag mir etwas! Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Hör auf zu lügen! Du machst keine Witze, dann lass uns sehen, wie gut du bist. Ja, ich vergesse, es passiert. Wenn man sich das nicht irgendwo aufschreibt, dann vergisst man sowas. Keck möchte kämpfen. Nebulak! So, Schnabel einfach mal. Bup, bup. Nebulak benutzt Hypnose, keine Wirkung. Nice! Puh, die sind gleich schnell. So. Oh, sehr gut. Volltreffer. So, Zubat. Ja, ich möchte dafür nochmal das Pokémon wechseln. Und zwar wechsle ich auf Aron. Aron kann jetzt bis Level 30 trainiert werden, ohne dass er sich so denkt, lul, du bist kacke. Dementsprechend nutze ich das jetzt mal aus. So, Tackle. Na, weil viel Schaden machen kann mir das Zubat eh nicht. Glaube ich. Ach, jetzt hat er seine Bitterbeere genutzt. Ha. Die hätte ich ihm eigentlich abnehmen. Egal. Es zeigt keine Wirkung auf Aron. Nice. Das wird auch wieder so ein Kampf für die Ewigkeit. Oh, das Ding kann Bild. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na, aber Biss ist auch kein Angriff des Typs normal. Welcher Typ hat... Heutzutage hat Biss Unlicht. Hat Unlicht schon in der Edition existiert? Weiß ich gar nicht. Aber dann wechsle ich mal ganz kurz auf Schaden. Na, wenn ich jetzt hier schon angebissen werde, angeknabbert werde... So, gib mir mal die Aquaknarre hier. Blöpp. Haha, Zubat, wär nass. Jetzt hier zum Nassbad. Kripp Giovanni mit Karados und Kaskade durchgerauscht. Easy win. So, sehr gut, Schaden. Ich hatte bei Giovanni damals Probleme in Pokémon Gelb. Weil mein Team nicht darauf ausgelegt war, ihn zu töten. So, jetzt setzt es Lorblatt ein. Ja. Guck mal, er hat seinen Starter schon entwickelt, ich noch nicht. Ist aber auch untypisch für mich, dass ich meinen Starter jetzt noch nicht entwickelt habe. Nun denn, Stufe 16. So, Schnabel einfach. Schlug fehl, sehr gut. Irgendwie ist das hier eigentlich so die Generation des Nichtstreffen, vor allem ihn zu töten. Er hat's verdient. Rasierblatt hat eine echt schöne Animation in diesem Spiel. So, blub. Und benutzt jetzt einen Trank? Nein.
Nein, man sieht Giovanni nie wieder. So. Hust, hust. Zwinker, zwinker. Genau, so gut. Oh, come on! Sehr schön. Jetzt aber. So, plüpp. Ninja erreicht Level 17. Wie das Piepen vollkommen aussetzt. Nutzlose Pokémon. Hey du, du hast nur gewonnen, weil meine Pokémon schwach sind. Ah, 960. Ich hasse Schwäche. Pokémon-Trainer, es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark, aber triffst du auf einen allein, ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg, ein Schwächling wie du. Ist nicht mehr als ein Anblick. Ich hab dich gerade besiegt, Dude. Okay. Ich besiege uns im Druck und er gibt einfach auf, hängt alles an den Nagel, was er erreicht hat. Ich meine, wenn du dreimal von dem gleichen Kind besiegt wirst, dann wirst du auch sagen, so, doch, scheiße, ey, naja, jetzt auch kein Bock mehr. Jetzt geh ich nach Hause. Komm jederzeit wieder vorbei. So, jetzt müssen wir den Azubi aus dem Wald retten. Vorsicht, verlaufe dich nicht, denn der Steineichenwald ist groß. Der Wald wird von seinem Schutzpatron bewacht. Mach keine Dummheiten. So, hallo Steineichenwald. Ach guck mal, die kleinere Bäume kann man übrigens mit Kopfnuss anhauen. Anton! Anton! Wusstest du nicht, dass ihr Anton seid? Cool. Give me Anton! So, das dürfte reichen. Anton! Beutel und dann bitte einmal einen Pokéball draufwerfen. Dude, setz Pokéball ein. Ein Dude, setz den Pokéball ein. Nicht irgendjemand anderes. God damn it! Warum immer verflixt? Warum nicht einfach... Oh, toll, du hast ein Pokémon gefangen. Ich drück die Gesamtzeit wieder B. Das Ding ist, Ich benutze momentan, Xbox 360 Game, Pad. Und A ist halt, quasi unten. So, und A und B sind bei, Xbox Gamepad getauscht zu den alten Controllern und mein Kopf denkt sich so, okay, du hast ein Xbox Gamepad in der Hand, untere Taste drücken und das ist dann B belegt für mich. Weil ich quasi immer die Konsolenbelegung nutze. Nice, wir haben Anton gefangen. So, ein neuer Eintrag im Pokédex. Es kann seine Psychokräfte nur einsetzen, wenn seine schlafenden Gehirnzellen zufällig... Wir haben Anton gerade Loki dumm genannt. 20 Kilo! Jesus Christ, möchtest du Anton einen Spitznamen geben? Ja. Und zwar nenne ich dich Funk. So, Funk. So, Ende. Gut. Ach genau, du bist ein Trainer, ne, oder? Oh Mist, mein Boss wird sauer sein. Das Porenta, das mit dem Zerschneiderbäumen fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steineichenwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß, dunkel und unheimlich. So, hallo Porenta. Oder auch nicht Porenta. Myrapla. Oh. Tackle es. Ich würde es gerne fangen. Ich hoffe, ich töte es jetzt nicht aus Versehen. Jetzt hätte ich es gekonnt gewusst. Hallo Absorber. Beutel und noch ein Pokéball werfen. Ich spiel ja quasi gerade Pokémon Let's Go Evoli oder Pikachu, ne? Nur in Pokémon Kristallform. Ne? Ich sehe ein Pokémon und werfe einen Ball drauf. Das mit dem Schwächen ist ja ganz normal. So, ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Tagsüber versteckt es sich in der kalten Erde, um die Sonne zu meiden. Es wächst im Mondschein.